So, und jetzt alle hier. Sonnenschein. 78 Singles, 32 Alben, 56 Stadelsendungen. Das steht auf der Homepage meines nächsten Gastes. Sie werden es erkannt haben, Andy Borg. Ich bin begeistert, dass du dich auf meiner Homepage rumtreibst. Geil, oder? Ja, das weiß ich nämlich selber nicht. Man hat mich schon mal nach den Zahlen gefragt und viele dachten, das sind meine Maße. Ja. Aber du hast ja auch eine Menge weggelassen, ne? Also da würden ja noch 100 dazukommen, also 100 Mal Schlager der Millionen aber verkaufter Platten. Man will ja auf der Homepage nicht angeben. Man will ja nicht prahlen, oder? Prahlen, ja, genau. Ja. Andi, 2 Jahre nach dem Stadel, wie geht's dir? Gut, sehr gut. Es ist ja, das klingt jetzt vielleicht unspektakulär, aber in meinem Arbeitsleben sind ja nur 4 Wochenenden anders besetzt worden. Ja. Also von der Öffentlichkeit ist natürlich, fehlt da was. Es ist schade um die Sendung, aber mir persönlich, es wäre vermessen, da zu jammern, nur weil der Stadel weg wäre. Ja, und du weißt ja, ich meine, nach dem Stadel ist auch immer vor dem Stadel. Ja, genau. Riechen Sie das zu Hause? Wir befinden uns vor einem echten Stadel und bis zu den Knien stehen wir in, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Im Dünger. Dünger. Im Dünger. Ja, aber wir haben das extra für dich ausgesucht, falls du ein bisschen wehmütig werden solltest. Deswegen fühle ich mich hier so wohl. Sag mal, wenn jetzt heute jemand käme und dir eine große Fernsehsendung anbieten würde, würdest du ja sagen? Ich würde erst ganz genau schauen und dann eventuell ja sagen. Weil es würde mir ja Spaß machen. Aber schau her, wir sind jetzt hier beim Open Air, wir sind hierher gefahren. Ja, am Mittwoch habe ich gerade in Bad Füssing Schlager Open Air moderiert. Also mich reißt es ja eh herum. Ja. Der Grund, warum ich das auf mich nehme, sage ich jetzt mal so, ist ja der, dass ich die Leute unterhalten will. Da vor mir steht oder sitzt jemand und ich stehe auf der Bühne und mache Lala. Mhm. Das ist es. Ja, es ist ja viel kleiner als das Ganze mit dem Eurovision, Sendung und Stadel und Kameras und Ton und Mikrofon. Ja. Also der Grundgedanke des Musizierens ist ja ganz ein kleiner. Das stimmt. Was kannst du besser, singen oder reden? Singen. Schön, dass du gleich so direkt geantwortet hast. Finde ich gut. Hast du jetzt hier für die Schweiz ein spezielles Programm vorbereitet? Ja, ich habe die Playbacks alle langsamer gedreht. Okay. Und ist auch für mich auch besser, weil ich bin ein Wiener, weil dann kann ich mit den Texten, komme ich da besser zurecht. Ja. Und gibt es auch so schweizerisch angehauchte Titel? Nein. Das ist mir zu gefährlich. Nein. Nein, die haben mit meinem eigenen Dialekt genug zu kämpfen. Außerdem muss ich, und jetzt ernst? Ja. Ich mag es auch nicht, wenn man nicht aus Österreich kommt und versucht, österreichische Ausdrücke zu benutzen. Deswegen mache ich das auch nicht hier bei den Schweizern. Aber du magst die Schweiz schon, oder? Ja, um Gottes Willen, das ist ja dasselbe. Ob jetzt Bayern, Österreich oder Schweiz, ob der eine Berg jetzt 301 Meter hoch ist oder 3001 oder... Das ist mir egal. Hauptsache die Leute, mir sind ja die Leute mit Dialekt sowieso schon sympathisch, weil da unterscheiden wir uns wenigstens. Aber wenn du heute in Amerika beim McDonald's gehst, gehst du nachher genauso auf die Toilette, wie wenn du in Frankfurt am Main. Das stimmt, ja. Ja. Die Logik habe ich zwar jetzt nicht ganz verstanden, aber die erklärst du mir dann später nochmal. Die Mode ist auf der ganzen Welt gleich, das Essen ist auf der ganzen Welt gleich, die Getränke sind auf der ganzen Welt gleich. Nur im Dialekt unterscheiden wir uns noch und dass wir Schlager machen, auch bei Gute Laune TV. Jetzt habe ich es auch verstanden. Jetzt bist du ja ein schlagfertiger Mensch. Gab es schon mal eine Situation, wo du echt sprachlos warst? Ja. Wann? Jetzt. Scheiße. Ich hab's gewusst, dass das darauf hinausläuft. Die nachfolgenden Sendungen. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 3 Tage. Darf man das sagen bei euch im Fernsehen? Na, natürlich. Super. Ja klar. Wir haben unseren Programmdirektor, der wartet schon immer drauf, auf solche Durchsagen, weißt du? Oh, Donnerwetter, wieder Programm gespart, 3 Tage nix, das ist super. In der Zeit, wo wir hier dieses Interview aufnehmen, haben wir damals einen Silvesterstart gemacht. Das stimmt, ja. Na, aber weißt du, was ich jetzt erwartet hätte, als ich gesagt habe, gab es einen Moment, wo ich sprachlos war oder wo du sprachlos warst, als ich meine Birgit getroffen habe. Das hätte ich jetzt eigentlich schon erwartet. Wenn ich da sprachlos gewesen wäre, hätte ich mich nicht vorstellen können, dann hätte sie nicht gewusst, wo ich wohne und warum ich da bin, wo ich war. Du hast auch wieder recht, ja. Aber wie wichtig ist deine Birgit, so, also dass sie so einen Rückhalt hat?
Also das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich bin nur eine Hälfte. Mhm. Meine Science ist Birgit. Okay. Also weil sie lässt mich das ein Leben leben, das kann man im Fernsehen gar nicht erklären. Mhm. Also so praktisch, ich darf meinen Traum leben und Birgit macht die ganze Arbeit. Ach so, und dann schickt sich ab und zu mal in den Garten zum Rasenmähen, oder? Das mache ich ja freiwillig. Ja, ich weiß. Ja. Weil wenn bei mir der Rasen über 12 cm ist, geht er mir schon bis daher. Und deswegen rase ich dann immer raus und mähe Rasen. Ja. Freust du dich heute Abend hier so auf dem Bergbeb-Festival auf der Bühne zu sehen? Ja. Weil ja am Programm erkennt man ja schon, ob ein gut erzogenes Publikum vor einem steht. Ja. Wenn die zu Claudia Jung zum Nockern-Quintett kommen und dann halten sie mich auch noch aus. Aber wenn dann so Mallorca-Schiene und so, da bin ich nicht so, da ist lieber der Jürgen Drews und alle anderen so. Aber hier, die warten ja direkt auf so Lieder wie, ich weiß jetzt nicht, was von mir ist, Anita oder Sarah. Christine und ich. Also du hast es ja mit Frauennamen, du outest oder? Dich gerade, ja. Ja, war wirklich auf meiner Homepage. Jeden Tag gucke ich immer, ob es was Neues gibt. Deswegen muss ich immer das Licht ausmachen, weil du immer gehst, ohne das Licht auszumachen. Das stimmt. Und deshalb bin ich auch immer froh, wenn wir uns sehen. Da gibt es nämlich immer wieder viel zu besprechen. Ja. Arne, vielen Dank. Nichts Alles Gute. Toi, toi, toi auf der Bühne. Danke. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich gucke zwischendurch mal auf der Homepage vorbei. Schau mal, ob es was Neues gibt. Ob sich bei den Maßen was geändert hat. Ja, genau. Ciao, servus.